Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Baldur's Gate 3 treffen die Helden wieder auf ihren guten alten Freund Dolor, angehender Assassine des Baal-Kults. Und seine Erscheinung im Schneideratelier von Meister Figaro Fagerlelt gefällt selbigem überhaupt nicht. Los geht's! Figaro Fagerlelt, der angesagteste Modeschöpfer Baldur's Tors, steht auf der Mordopferliste der Ballisten und das bedeutet, dass sich unser guter Freund Dolor hier irgendwo auf blutiger Mission herumtreiben könnte. Und in der Tat werden die Helden zugleich misstrauisch, als sie hier die Kundschaft Fagerlelts, zum Beispiel Hanna Beffling und Vars Kleintut, vor dem Modeschöpferatelier werden sehen, in das sie aber nicht eingelassen werden. Und das ist untypisch für Herrn Fagerlelt, wie sie sich erklären lassen. Aber die Tür ist ja eigentlich offen. Die Helden gucken mal nach, aber vorher wie immer der Briefkasten. Kostbare Lieferung, was ist denn das? Das liest Ringil gerne. Lieber Figaro, eure Edelsteine sind eingetroffen. Ich habe sie sicherheitshalber in eurem Keller deponiert und freue mich schon darauf, zu sehen, was ihr aus ihnen macht. Ah, Keller und Edelsteine, das merkt sich Ringil. Auftrag für förmliche Kleidung. Fürst Gortaschs Krönungszeremonie steht bevor. Daher möchte ich gerne ein Gewand für meine liebe Frau in Auftrag geben. Bitte beachtet, sie hat sehr präzise Vorstellungen. Das Gewand soll ein Kleid sein, bei dem ein Ärmel von der linken Schulter hängt. Dieser Ärmel soll am Handgelenk enden. Am anderen Arm kein Ärmel, sondern eine Rüsche. Das Material sollte feinste Seide sein, auf gar keinen Fall Wolle. Die Taille sollte variabel sein, zu schnüren mit einem Band wie ein Korsett. Der Saum soll den Boden berühren, aber nicht hinterher schleppen. Die Bezahlung erfolgt bei Erhalt des fertigen Kleidungsstücks mit den genauen Vorgaben, wie oben aufgeführt. Meister Durinbold. Das ist der, der den Käse erfunden hatte. Aber er sagt gar nichts zur Farbe. Ist das nicht auch etwas ganz Wichtiges? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich lasse ein Kleidungsstück anfertigen und habe genaue Vorstellungen davon, habe ich doch auch irgendwie wenigstens so ein bisschen in die Richtung Farbton eine Vorstellung. Wobei bei mir ist eh immer blau, es ist dann auch wurscht. Vielleicht weiß das Figaro ja, dass das bei dieser Kundin immer die gleiche Farbe sein soll. Hilfe suchen, lesen. Verehrter Herr Fagerlelt, ihr sollt der Beste der Besten sein, was ein neues Äußeres angeht. Ja, sei guter Chirurg. Nun, ich brauche dies und mehr. Ich werde von Assassinen gejagt und fürchte um mein Leben. Darum brauche ich ein ganz und gar neues Erscheinungsbild. So anders, dass niemand ahnt, um wen es sich wirklich handelt. Ich hoffe, das kriegt ihr hin. Mein Leben hängt davon ab. Anonym. So, ich habe jetzt hier echt keinen Bock mehr auf Hanna Beffling, deswegen gehen wir hier rein. Was sich Hanna nicht traut, das trauen wir uns. Ach, hier werden wir auch direkt abgewiesen, oder wie? Machen wir mal ein Tür zu. So. Wop. Oh. Ja. Ich wollte gerade sagen, Wop ist ein Zwerg, der in Rot gewandet ist. Das ist ja schon mal ein verdammt schlechtes Zeichen. Moment mal, also. Das ist doch von der Figur her eindeutig ein Mann, richtig? Also diese Figur lese ich als Mann. Ich sehe auch so einen leichten Bartschatten, bilde ich mir ein. Das Porträt hingegen lese ich als Frau. Naja, wie auch immer, es ist ein Doppelgänger. Oi, you! Get in the bloody queue! Ich spiel's mal so aus, dass die Helden, die ja die ganze Doppelgängermannschaft auch schon bei den anderen Mod-Schauplätzen gesehen haben, also zumindest bei der einen unten in dieser Höhle unter dem, ihr wisst schon was, Tempel. Und
das andere bei den Hochbears, dass da die Doppelgänger auftauchten, dass sie ein Gespür für Doppelgänger entwickeln und jetzt der Meinung sind, das ist ein Doppelgänger. Und dann wissen sie, es ist hier Gefahr im Verzug. Da ist Guich, das ist wahrscheinlich auch ein Doppelgänger. Ja. How long do you think Master Pennygood expects us to wait? I'm bored already. Das war Karlach. Mach mal die Tür zu, Karlach. Gut, vergoldete Truhe, interessant. Tja, oben wird ja wohl nicht das Schneider-Atelier sein. Das werden oben die Privaträume oder Werkstätten sein. Deswegen ignorieren die Helden einfach mal den Doppelgänger. Und gehen hier rein. Wer ist denn das? Ist das Figaro? It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? For we are celebrating, Master Figaro. You have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord, Baal. Together, we shall transcend. Okay. Also, wir kommen direkt zum richtigen Moment. Dolor macht recht viele Worte. Er hat, wie üblich, seine Opfer bereits gelähmt. Das handelt sich um mindestens zwei, die in dem Raum sind. Draußen sind die Doppelgänger. Jetzt haben wir hier unten Option 4, Schurkeheimlichkeit, tritt leise in den Schatten in der Nähe auf und meide den Blick des Zwergs. Das sollten wir nicht tun, weil er ist ja drauf und dran, dem jetzt die Gurgel durchzuschneiden und Figaro ist nicht in der Lage, in irgendeiner Weise das zu verzögern oder irgendwie darauf zu reagieren. Deswegen... Option 3. Ich respektiere, dass ihr euer Ziel lähmt. Dann fällt das Töten leichter. Aber ein Monolog? Musste das sein? A challenger. My lord tests me. Ja? His pity is awful. Will be your grave, challenger. Ach ja? Beim letzten Mal hast du dich nicht getraut. Aha. So, was machen wir denn hier? Du kriegst einen Schildhieb ab. Und damit liegst du. Ja. Angeberzwerg. Dolor ist beschleunigt, aber auch liegend. Ah, ich glaube, für Dolor nehmen wir eine Spezialbehandlung, oder? Endlich stellt er sich mal zum Kampf. Wir gehen in den Nahkampf. Und wir werden ihm seine eigene Medizin zu Kosten geben. Wir nehmen ein Purpurwurmgift. Wobei seine eigene Medizin ist ja eigentlich ein Lähmungsgift. Was haben wir denn da? Karabasans Geschenk. Ein stark lähmendes Gift. Wir haben hier das. Das kann man irgendwie selber trinken, offensichtlich. Und das hier ist das, was man anwenden kann. Überziehe deine aktive Waffe mit Gift. Wenn du einen Gegner triffst, muss er einen Schwierigkeits-30-Konstitutionsrettungswurf bestehen oder er ist gelähmt und vergiftet. Na gut, Schwierigkeit 13, das sollte er eigentlich hinkriegen. Was hat er denn für Werte? Wie schätzen wir den 1 konstitutionsmäßig?
Ja, 16, also. Brr. Und er hat natürlich auch eine Giftresistenz. Dringt jetzt erster Impuls, diesem Typen genau das mitzugeben, was er seinen Opfern antut, ist dann doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dringt überlegt es sich nochmal anders, weil ja ihm einfällt, dass derartige Assassinen sich ja auch oft selbst an ihre eigenen Gifte gewöhnen und das dann irgendwie weniger interessant finden. Das heißt, wir werden einfach so auf ihn einstechen. Ja, aber im Nahkampf, das machen wir. Also, Ringil, Vorteil. Oder kannst du hier schleichen? Ach, das stimmt, der Typ ist auch noch da hier. Na, ist egal, komm. Oh, das war ein Crit. Dolor, wie findest du das? Nicht so toll, hä? Huh? Schwung. Was können wir noch machen? Wir können ihn noch mit unserer zweiten Bonusaktion noch eine mitgeben hier. Aber das wird nichts. Geht daneben. Gut. Jetzt kommen die ganzen Verstärkungen hier an. Morphischer Hinterhalt. Ja, das wissen wir doch. Das haben wir doch kommen sehen. Ja gut, wie sollen wir denn die retten? Das war es aber nicht klug, da die Dunkelheit auszupacken. Dann kannst du nämlich nie wieder reinschießen. Naja, was rede ich? Also, wir haben das Problem, dass wir dort hinten jemanden haben, den wir... Oh, das ist Nivella Urquell. Ach du meine Güte. Ja, die müssen wir aber dringend müssen wir die retten. Dann geht's nicht anders. Dann wird... Lass mich überlegen. Wir können mit Karlach dorthin rennen. Und dann könnten wir mit einem Pfeil der Transversalisierung uns da wahrscheinlich in die Nähe buxieren. Wir geben Karlach einen Trank der Beschleunigung. Das halte ich der Situation für angemessen. So. Damit sollte sie weit kommen. Bis dorthin. Dann. Pfeil der Transversalisierung. Dass wir wirklich hier hinkommen. Nahkampf. Und hau drauf. Auf Socks. Ja, mehr geht dann nicht. Aber Karlach steht hier über dieser verletzten Devella Urquelle, der Hoffnung, dass Socks sich mit Karlach beschäftigt. Okay, gut. Der muss auf Karlach. Was soll denn das? Will steckt wieder ein, wie ein Irrer. So, Will. Ich bin ja dafür, dass wir... einen bestimmten Zauber auspacken. Lass sie mich mal kurz suchen, weil das, ich weiß nicht genau, wie der aussieht. Hier haben wir es. Schriftrolle verlangsamen. Ziele auf bis zu 6 Kreaturen und verlangsame sie. Ja. Ich fürchte nur, dass wir das gar nicht machen können, weil wir in dieser Dunkelheit stehen. Richtig? Da fällt ja das... Zielen entsprechend schwer. Genau, es geht nämlich überhaupt nicht.
Das ist nicht so schön. Schattenherz. Ich meine, Dringel hat ja ordentlich vorgelegt hier. Wir könnten mal ein Buffet wieder auspacken. Ein Befehl. Wir machen einen Befehl. In der Variante, die Waffen fallen zu lassen. Aber auch hier können wir wegen der Dunkelheit Dolor selber gar nicht anvisieren. Ja. War vielleicht doch geschickt, die Dunkelheit da auszupacken, dass dort niemand hier auf Dolor einwirken kann. Wir können natürlich auf ihn draufstechen mit 60%, aber da macht Schattenherz nicht wirklich viel Schaden. Und hier mit dem, der Weg ist unterbrochen. Ja, genau. Du kannst mich mal. Will provoziert doch noch einen Gelegenheitsangriff. Also ganz in der Dunkelheit steht er offensichtlich nicht drin. Den wegzuschubsen, 30%, das wird uns nicht gelingen, erwartungsgemäß. Ja, ich meine, Dringil, der Dunkelheitswolke, der kommt schon irgendwie klar. Schattenherz kann gleich was für die Heilung tun. Dann möchten wir, dass der Kollege hier weggekickt wird. Halt, so geht das. Troll dich. Gehst dahin und kannst selbst noch einen Trank trinken. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. So. Danke, Will. Schattenherz. Ah, der ist ja fast weg. Das ist ja eigentlich schön. Aber aus der Dunkelheitswolke heraus kann man natürlich auch nicht schießen. Ne? Geht nicht, genau. Möchten wir neben dem gleich wieder aufstehenden Dolor stehen bleiben? Möchten wir das? Eigentlich möchten wir das. Ne? Ich meine, wir könnten auch eine Insektenplage vielleicht gut dorthin stellen. Wenn Schattenherz aus der Dunkelheit rausginge, hätten wir da mehrere Möglichkeiten. Ach, wir hätten mit Will eine Dolchwolke machen können. Das wäre viel cooler gewesen. Fällt mir gerade ein. Was können wir machen? Moment, müssen wir nochmal Will angrabbeln. Will, geh mal noch ein bisschen weg da. Geh mal irgendwie da so neben Dringil. Danke. So, Schattenherz, du könntest doch jetzt theoretisch und auch praktisch irgendwo hingehen, wo die Dunkelheit nicht mehr existiert. Dort zum Beispiel. Und eine Insektenplage so zaubern, dass Dolor und der Typ daneben dabei im Fokus sind, und mit ein bisschen Glück finden wir einen Sweet Spot, bei dem auch noch...
Ist jetzt Will noch mit drin? Ach, Will, ey, das ist immer schwierig mit dir. Geh doch da mal ein bisschen weg. Du stehst immer falsch, weißt du das? So. Jetzt nochmal. Also. Dolor ist jetzt mit im Wirkungsbereich drin. Drei Gegner. Jetzt ist der da oben auch noch mit drin, der unten aber draußen. Das ist alles unschön. Jetzt ist... Hallo? Gibt es den Sweet Spot nicht, den ich suche? Unschön. Dann machen wir hier die drei. Damit ist der weg, weil die Insekten haben ihm die letzten drei Lebenspunkte weggestochen. Dolor, wenn er gleich aufsteht, ist auch in der Insektenplage drin. Und der andere auch. Aber es ist noch ein Konzentrationszauber. Also Schattenherz hat gleich ein Problem. Will hingegen darf wieder ein bisschen näher hier herantreten, um sich als Opfer anzubieten. Aber er hat eh nicht mehr viel Bewegungspunkte. Mehr geht nicht. Und dann ist Dolor dran und er wird aufstehen und er wird zustechen. Was Dolor halt so tut. So. Hinterhältiger Angriff bei Dringil. Na, das wollen wir nicht. Jetzt hat er sich unsichtbar gemacht, oder was? Moment. Der Drecksack ist jetzt unsichtbar. Das darf ja wohl alles nicht wahr sein. Naja. Dann brauchen wir unsichtbares Sehen. Wenigstens bei einem von uns. Dringil. Wo ist er denn hingelaufen, der Kleine? Hat er etwa Angst? Ich sehe ihn gerade tatsächlich nicht. Wop hingegen sehe ich. Wollen wir den erstmal wegstechen? Verstecken geht nicht. Warum nicht? Weil wir bedroht sind. Upsala. Okay, das war jetzt weniger, als ich gedacht hatte. Tja, wo könnte Dolor denn hingelaufen sein? Durch die Insektenplage durch? Sollte er nicht gelaufen sein. Deswegen gehen wir mal mit Dringil dorthin. Aber da ist er auch nicht. Tja, gute Frage, wohin gelaufen ist. Vielleicht steht er da auch noch und der Unsichtbarkeitsszenentrank hat wieder nicht gut gewirkt, aber das sehen wir dann gleich. So. Dieser Dove hier will tatsächlich immer noch auf Panzerhandschuh Devella Urquell eindreschen. Das ist aber nicht so, wie ich mir das gedacht hatte, eigentlich. So, dann sind wir da schon mal weg. Dann sollten wir dringend einen Trank werfen, einen großen. Devella wollen wir am Leben erhalten. Weg ist unterbrochen. Ich dreh gleich wieder durch. Wegen dieser scheiß Dunkelheit können wir hier einfach nichts tun. Wir können nicht heilen. Ist unmöglich. Wir können nicht mal einen Trank auf den Boden werfen. Das kriegen wir in der Dunkelheitswolke nicht hin. Das kriegen wir einfach nicht hin. Okay. Was ist denn mit helfen? Nee, andersrum. Wartet mal. Wir haben noch eine ganz andere Idee. Oder ich, wie immer. Nicht wir, aber ich habe eine. Hier. Pfeilerlinderung. Befreie dein Ziel von den Zuständen vergiftet, gelähmt oder blind. Das ist auch gut. Was ist mit helfen? Gute Frage.
Also, wenn wir die Vella schon nicht heilen können, dann sollten wir sie entlämisieren. Aber das schaffen wir auch nicht. Weil wir einen Pfeil in der Dunkelheit auch nicht abschießen können. Das ist auch nur total ätzend. Ja? Pfeil der Linderung. Schießen Karlach. Den können wir entlämisieren. Sie nicht. Machen wir es bei ihm wenigstens. Dann kann er sich vielleicht zur Wehr setzen. Gut, er steht da und ist einfach nur geschockt. Dann gehen wir dorthin. Genau. Ab in die Insektenplage mit dir. Da muss Karlach reingehen in die Insektenplage. Das wollen wir eigentlich nicht. Okay, das war nix. Dann bleib du hier stehen. Oder bleib hier mal in der Nähe von Devella Urquell stehen. Nicht, dass Dolor jetzt der Meinung ist, hier hinten einschreiten zu wollen. Ja, ja. So. Da ist Will. Ja, 72%, wenn man den... Naja, gut, das können wir wieder nicht treffen. Das alte Problem. Ja, geht nicht, wegen Dunkelheit, das Übliche. Die da, der da. Okay, was kann Will denn überhaupt tun? Er kann ja nicht viel, wirklich viel tun, habe ich den Eindruck. Will, wir gehen hier raus. Es ist mir zu blöd in dieser Drecksecke mit dieser Dunkelheit. Das nervt mich. Weg da. Kann nicht wahr sein, ey. So, machst halt nix, wenn du da nix kannst, ey. Das war schon echt ein kluger Schachzug mit dem Dunkelheitspfeil. Der hat so viele mögliche Aktionen verunmöglicht. Das ist echt nervig. So, was du noch machen könntest. Ein Stück zurückgehen. Dann wirf halt einen guten Trank oder einen irgendwas Trank, wenigstens mal hier zwischen dich und Schattenherz. Naja, du hast ja jetzt nichts mit abbekommen, aber ja, bist halt ein Kavalier, ist okay. So, Schattenherz hat einen Konzentrationszauber auf sich sitzen. Geht dahin. Was wäre denn mit einem Pfeil des rollenden Donners? Können wir die da irgendwie dann in den Problembereich reinbuxieren? Das sieht überhaupt nicht danach aus. Die hängt so hinter dem Türblatt. Die wird da niemals so weggekickt, wie wir das gerne hätten. Das können wir genauso gut lassen. Das wird überhaupt nichts bringen. Bei dem geht es ähnlich weiter, weil den können wir ja auch nicht anzielen, wegen der Dunkelheit. Kannst du die überhaupt treffen? 40%. Furchtbar. Oh, der war sogar richtig gut. Bisschen Heilung geht das hier. Ne, da kommst du nicht mehr hin. Das ist aber eigentlich auch zu viel des Guten. Dann mach das halt nicht.
Dolor hat Werfen bei Dringil benutzt. Dolor braucht 19 für einen Treffer. Ergebnis 23. So ein Angeber. Nochmal den Schild. Ach, da ist er. Er stand an Ort und Stelle. Warum habe ich den mit dem... Ihr wisst schon was nicht gesehen, mit dem Trank des Unsichtbaren sehen. Das ist eigentlich Unsinn. Aber er ist gezwungen worden, durch die Insektenplage zu laufen. Das ist wiederum schön. Dieser Drecksdunkelheitszauber wirkt immer noch. Wir können dort nicht schießen. Der ist tot. Da gehen wir auf keinen Fall hin. Wir wollen ja es auf Dolor absehen. Und der ist gerade tatsächlich zu sehen. Nee. Lauf mal so weit, wie du kannst. So. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ja, sich vor Dolor zu verstecken, das wird echt schwer. Das machen wir im Zweifelsfall nicht. Geh noch einen Schritt weiter. Dahin. So. Dann schieß doch mal. Der scheint sich irgendwie zu heilen, dieser Drecksack. Dann schieß doch mal mit einem unserer seltenen und teuren Pfeile des Humanoiden-Tötens. 70%. Kann nicht wahr sein. So, 9-13. Wir werden ein bisschen der Heilung entgegenwirken. Geh dahin. Verschwindibus. So. Insektenplage. Immerhin, das war ein guter Schachzug. Da haben wir Karlach. Devella Urquell ist nach wie vor in dieser Scheißdunkelheit. Aber Dolor. Dolor ist in unserer Nähe. Lass mich kurz überlegen. Wir haben bei Karlach noch eine Runde lang die Beschleunigung. Wir haben einen Zwerg. Zwerg ist Größe Mittel. Da hilft die Keule gegen kleine Kreaturen nicht. Das heißt, wir können einfach so drauf klopfen. Mit unserem künstlichen Hüftgelenk hier. Und Karlach darf ja nochmal. Karlach räumt ihn ab. Tja, Dolor. Was du nicht verstehst, es könnte ja auch andere Baalgläubige geben, auf deren Mordliste du stehst. Und die wollen dich dann opfern, um zu ihrem Herrn Baal aufzusteigen. Ne? Es ist immer so eine Sache, wie man, in welcher Situation man sich aus der jeweiligen Perspektive befindet. Das hast du nicht bedacht. Naja, Kultisten. Da geht, glaube ich, nicht mehr. Wir können noch versuchen, einmal dort zu schießen. Das geht sogar noch. Und nochmal ein Crit. Sehr gut. Die hat jetzt in der Insektenplage aber auch ein bisschen gelitten. Du gehst ein Stück zur Seite. Dann kann sie nämlich nicht gut auf dich schießen, ohne sich zu bewegen. Und das tut weh. Gell? Ah, der Vella Urquell ist wieder da. Und Will kann endlich rücksichtslos schubsen. Bumm. Schattenherz, hör bitte auf mit dem da. Da ist gerade noch was kaputt gegangen, glaube ich. Sonst killen wir nämlich aus Versehen Figaro Fagerlel, der hier durch die Insektenplage läuft. Das wäre nicht so schön. Ich glaube, jetzt ist hier irgendwas kaputt gegangen, oder? Moment. Oder? Bobula Hanvers. Wer ist denn Bobula Hanvers? Wer ist das hier? Flanders Hort. Das war ein Mensch. Haben wir den gekillt?
Oder war der schon tot? Waren wir das? Hier. Genau, Insektenplage hat Flanders Hort getötet. Ja. Das war jetzt unglücklich. Eine der Geiseln hier konnten wir nicht retten. Okay, das ist, können wir nicht ändern. Also, wen haben wir jetzt hier? Figaro, wo bist du? Ach, wo ist denn Devella? Da ist Figaro. I must say, I'm damn lucky you showed up when you did. Can you believe what that monster was doing? Langgesicht, Pfennigfuchser, Figaro. Fagerlet. Ich kann wirklich von Glück reden, dass ihr rechtzeitig gekommen seid. Könnt ihr glauben, was dieses Monster getan hat? Leider ja, das können wir glauben. Wir haben seine Arbeit schon bewundern dürfen. Ich jage das Monster schon seit einiger Zeit. Truly? Then you're made of sterner stuff than I, friend. I'll confess, it terrified me greatly. Can you imagine dressing entirely in red? Jests aside, thank you. You forever have my humblest gratitude and a most generous discount on my wares. Also, farblich sind Figaro, Fagerlet und ich auf absolut einer Wellenlänge, denn er sagt, und das muss ich im Original durchlesen, weil das ist einfach zu schön. Also, ich jage diesen Dolor schon seit einiger Zeit. Wirklich? Dann seid ihr aus härterem Holz geschnitzt als ich, mein Freund. Diese Erscheinung hat mich wirklich schockiert. Oder könnt ihr euch vorstellen, ganz in Rot gekleidet zu sein? Nein, ganz bestimmt nicht. Und es kommt auch oben drauf, dass Figaro Fagerlet ja selbst in Blau gewandet ist. Eine sehr angenehme Farbe, wie ich finde. Aber genug gescherzt. Vielen Dank. Meine ewige Dankbarkeit ist euch ebenso gewiss wie ein großzügiger Rabatt auf meine Waren. Mhm. Ja, was verkauft ihr? I sell anything and everything needed to cultivate your countenance. The best you'll find in Baldur's Gate. Certainly better than any dreck you'll pick up in Worms Crossing. Aha. Also, er bietet Waren an, also Kleidung und Accessoires, solche Dinge. Die besten in ganz Baldur's Gate. Und natürlich viel besser als der Dreck, den man in Würmkreuz bekommt. Damit spielt er auf den Laden seiner Schwester an. Ich bin froh, dass ihr guter Dinge seid. In the face of such horror, I don't see that I have much choice. Now, how may I help you today? Was bleibt mir angesichts solchen Grauens auch anderes übrig? Also, wie kann ich euch helfen? A certain ineffable quality. Beauty in its many forms. Ja. Er preist doch mal seine Waren an, Schönheit in all ihrer Form und wir können mal Very good, Sir. Seinen Laden reingucken. Er verkauft Schlüpfer. Ja, ganzen Farben hier. Was sind das hier? Elegante Robe. Oh. Ja, ein Unner Buchs. Also, schön ist die jetzt aber wirklich nicht. Also, mal ehrlich, ja, also. Gut, das sieht man jetzt hier ganz schlecht. Für 7 Goldstücke. Nee, da, also wir kaufen hier nix. Helles, flackerndes Gewand. Das kannst du auch nur tragen, wenn du die entsprechende Figur dazu hast. Nein, wir kaufen hier nix. Und weil wir hier nix kaufen, denkt sich Dringil, dass er durchaus noch Anspruch auf eine Belohnung hat. Und da kommen ihm die Edelsteine im Keller wieder in den Sinn. Fashion's a fickle mistress, so be sure to return. Ja, klar. Fashion ist kurzlebig. Deswegen muss man möglichst häufig bei dir kaufen. Richtig. Wo ist denn Devella Urquell? Hier. Best be on my way. Können wir mit dir nicht reden?
Devella? Was? Devella, ehrlich? Meinst du das echt ernst? Moment. Massenheilendes Wort. Was machen wir denn jetzt hier? Nee, das machen wir nicht. Wir machen... Wir können sie nicht auswählen. Das ist aber schade. Dann machen wir folgendes. Dringil stellt sich mal neben sie. Ah, Moment. Freunde, etwas getrennt voneinander. Will stellt sich dahinter. Und Schattenherz wirft mal einen Trank, so dass Devella theoretisch damit dabei sein müsste. Ob das was bringt, weiß ich allerdings auch nicht. Mal testweise. Ah, guck mal hier, das geht sogar. Dahin. Ja, das hat doch sehr geholfen. Was aber nicht heißt, dass sie jetzt irgendwie mit uns reden würde. Ist das normal, dass sie nicht mit uns redet? Ja gut, wir gucken uns in dem Laden um. Was soll ich sagen? Jetzt können wir hier natürlich nicht so ohne weiteres alles mitnehmen und stehlen. Das würde auffällig sein. Wir gucken deswegen erstmal nur nach den herumliegenden Dokumenten. Perlenkette, Umhang, ja, das ist alles egal. Da draußen haben wir noch einen Angestellten, Bobula Hanvers. Can't believe someone would try and murder Master Figaro. Ja. He wouldn't hurt a fly. Well, unless it was buzzing around one of his fitting rooms. Ja, Figaro Fagalet würde keiner Fliege was leide tun, es sei denn, sie fliegt durch sein Umkleiden. Da hat er nix. Wo ist denn Dolor eigentlich? Stimmt, den müssen wir looten. Richtig. Das hier ist ein Regal mit Kleidung. Das ist uninteressant für uns. Hier ist dieser Plantos Hot. Den anzufingern ist natürlich auch jetzt verboten. Liegt hier irgendein Dokument? Nein. Dann gucken wir uns die ganzen Morphs hier an. Gestaltwander, der hat nichts dabei. Der da? Auch nicht. Pfeil der Durchbohrung. Und den bringt ihn mit. Und dann haben wir natürlich Dolor. So, Dolor. Er hat dabei Trank des Schlafs, Säurefiole, Ölflasche, eine Handtasche mit irgendeinem Inhalt. Eine scharlachrote Lederrüstung, einen Dolch plus zwei, einen Dolch namens Dolor Amarus. Der Griff dieser einst von einem Mörder geschwungenen Waffe ist seltsam warm und feucht, als sei Dolors Schweiß vor dem Mord ins Leder eingedrungen und immer noch da. Wenn du mit einer Waffe oder einem waffenlosen Angriff einen kritischen Treffer erzielst, bewirkst du zusätzlich 7 Schaden. Mhm. Tja, wenn es so wäre, dass dieser Effekt auch wirken würde, wenn man mit dem Bogen schießt, also Drinkel nimmt diesen Dolch und packt ihn in sein Nahkampfwaffenset, dann wechselt er auf das Waffenset Bogen und schießt. Und wenn es dann so wäre, dass dieser Effekt noch wirkt, dann würden wir natürlich nochmal 7 Schaden zusätzlich machen, wenn Drinkel mit dem Bogen kritisch trifft. Aber das ist ja nicht zu erwarten. Denn wir haben ja in dem Augenblick ja das Bogenwaffenset ausgewählt und nicht die Dolche. Sollte also nicht so sein. Aber trotzdem, das ist ein feiner Dolch, definitiv. Dann hier, zerrissene, blutige Seite lesen. Der folgende Text ist wahllos auf eine zerrissene, blutverschmierte Seite mit dem Titel Klagelied des unheiligen Assassinen geschrieben. Unter Kandulhallos Gräbern heute liegt ein Pfad zur Mörderbeute. Wenn hinab ihr wollt gehen, müsst Schalter hinter Rahmen ihr sehen. Sikarius die Tür will hören, von Todgeweihten, die sie stören. Seid ihr entschlossen, seid ihr verbissen, zeigt die Trophäe, vom Arme gerissen. Als Opfer für den Herrn geplant, zeigt dem Todesritter die blutige Hand?
Ein Blutfleck verdeckt das letzte Wort des Gedichts. Ja, das ist der Hinweis, wie wir in diesem Grabsteinladen diese Tür zum Baal-Tempel öffnen, glaube ich. Ja, ja, das kennen wir doch schon. So, jetzt haben wir hier noch ein Beutelchen. Können wir das irgendwie noch... Wir nehmen erstmal alles mit. Beeindruckendes Mordtribunal. Jetzt müssen wir mal kurz hier schauen, was ist denn hier alles passiert. Wir haben irgendwas abgeschlossen, gegebenenfalls. Nein, wir haben aber hier. Untersuche die Morde. Bring den Serienmörder zur Strecke und finde die Opfer auf der Mordliste der Ballisten. Haben wir alles gemacht. Wir haben in den Taschen des Mörders Dolo eine Nachricht gefunden, die ihn anweist, mit einer Losung durch Kendall Hollows Grabsteine zu gelangen. Sieht aus, als könnte der Ballistenkult dort sein, ja? Und beeindrucke das Mordtribunal. Auch hier töte, um Zugang zum Mordtribunal der Ballisten zu erhalten. Wir haben eine Liste von Leuten gefunden, die getötet werden sollen, wenn wir zwei dieser Ziele umbringen. Und als Beweis jeweils eine abgetrennte Hand vorlegen, können wir vor dem Mordtribunal bestehen und den Tempel des Baal betreten. Aber das haben wir doch gar nicht gemacht. Wir haben die kranken Trophäen... Ach doch, Moment. Ach, das sind seine... Seine Trophäen haben wir dabei. In dem Säckchen sind die abgetrennten Hände von den Mordopfern, die wir nicht vor ihrem Schicksal bewahren konnten. Wir haben die kranken Trophäen des Serienmörders Dolor an uns genommen. Die Hände seiner Opfer. Damit können wir zum Tribunal des Mordgottes unter Kendall Hallows Grabstein gelangen und herausfinden, wie man in den Tempel des Baal kommt. Dann machen wir mal diesen Beutel auf, auch wenn es keinen Spaß macht. Wir machen das trotzdem. Haben wir hier. Herzogin Stelmains Hand, richtig. Vater Lorgans Hand, richtig. Dann war noch dieser eine Typ, der dieser Waffenhändler war, der also mit Gortash zusammengearbeitet hat, zwangsweise. Und dann war zuletzt dieser Typ mit der Ratte im Haus. Ich habe den Namen vergessen. Alexanders Hand. Alexander Birnbaum, so hieß der eine, richtig. Und der andere war Frank, keine Ahnung. Ja. Keine unbekannten Hände. Auch keine von Schnibbels, leider. Aber damit hatte Dolor ja auch nichts zu tun. Okay. Ja, Können wir jetzt in irgendeiner Weise mit Devella sprechen? Nee, können wir nicht, das ist alles seltsam. Vielleicht, wenn die Episode gleich zu Ende ist, werde ich mal das Spiel beenden und neu starten. Vielleicht ist Devella dann ansprechbar, wenn das einmal neu geladen ist. Ich finde das seltsam, dass sie ja gar nichts sagt. Ist hier irgendwas noch von Interesse? Hier liegen gar keine Schriftstücke herum. Das ist sehr interessant. Ach, hier ist noch dieser eine. Richtig, Sox. Oh. Ein mörderisches Meisterwerk lesen. Vorletzter Bericht. Es ist eine Ehre und ein Privileg, diesen Bruder in Baal in Aktion zu erleben. Die Vorbereitung seines letzten krönenden Mordes ist so genial wie penibel. Nach dem unausweichlichen Höhepunkt schließe ich mich mit Freuden dem Mordtribunal an, um Dolor zum unheiligen Assassinen zu ernennen. Shalagui. Ja, so unausweichlich war dieser Höhepunkt offensichtlich nicht. Ja? Coitus interruptus. Dolorus. Schlüssel zum Grabsteinladen. Ja, den brauchen wir nicht. Haben wir schon aufgeschlossen. Und ein Großschwert. Aber gut, dass wir das hier noch mal bekommen haben. Seifenstück, Schwamm. Gut, Schwamm ist natürlich ein gutes Thema. Hier verwenden Dringil. Ihr seid alle irgendwie blutbespritzt und besudelt. Aber ganz ehrlich, dieser Dolor soll doch eigentlich die Prüfung ablegen. Und aus irgendeinem Grund beschatten ihn diese ganzen Doppelgänger. Und dann, wenn es Dolor an den Kragen geht, dann mischen die sich auf seiner Seite ein. Also ich finde das ja, das ist eigentlich eine Prüfung, die man am Ende anfechten kann. Ja? Der Prüfling hatte Hilfe. Was soll denn das? Das ist doch kein echtes Aufnahmeritual. Also wenn ich jetzt hier
in diesem Baalkult was zu sagen hätte, würde ich sagen, Freund, es ist ja eine Sache, ihn zu beschatten. Da reicht aber auch ein schnöder Trank der Unsichtbarkeit. Da müsst ihr nicht selber irgendwelche Leute vorher umbringen und ihren Platz einnehmen. Und wenn ihr das schon tut, dann haltet euch gefälligst raus aus dem Ganzen. Denn wir wollen ja gucken, wie Dolor mit der Situation umgeht. Und offenbar ist er ja nicht gewachsen. Also ich finde das komisch. Im Ansatz komisch. Ich verstehe das nicht, was sie da machen. Okay. Ich habe jetzt hier eine opulente Truhe, klar. Aber da kommen wir ja so nicht ran. Silbertablett, das lassen wir alles liegen. Wir haben einen Keller hier irgendwo im Haus. Ich weiß gar nicht, wo der sein soll. Ist der vielleicht von außen zugänglich? Es hieß, es gäbe einen Keller. Aber einen Keller sehe ich nicht. Kein Abstieg. Oben ist noch was. Ringil. Sag mal bitte im Nahkampfwaffenset, damit du was siehst. Ach hier, da ist die Luke. Alles klar, ich habe sie jetzt gerade gesehen. Das heißt, wenn du jetzt hier schleichisierst, dann könntest du theoretisch ja hier aufschließen und dann mal in den Keller gucken. Genau. Seine Kleiderschränke, die interessieren Trinkel nicht. Trinkel erwartet das im Laden eines Figaro Fagerlelt. Die Kleiderschränke echt sehr, 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 sehr gut gefüllt sind. Hier oben ist auch etwas abgeschlossen. Aber jetzt nicht mehr. So, hier studiert er, hier macht er seine Entwürfe. Der offene Osten, Band 3, kennen wir schon. Lass mal alles liegen, es ist Unsinn, das jetzt zu stehlen. Stehlen wir lieber die Edelsteine aus dem Keller. Ja. Oh, hier wird Steinmetzkunst betrieben und Malerei. Ist ja interessant. Von wegen erst nur Schneider. Guckt mal hier. Wir gucken mal die Truhe mal rein. Lass es liegen. Auch nichts, das man unbedingt haben muss. Aber ihr seht ja, ja, er ist offensichtlich auch anderweitig begabt und interessiert. Farbe. Gold. Ein zerdroschener Stuhl. Eine kaputte Vase. Ein Safe. Er hat da wohl in einer Schaffenskrise gewütet. Da kommen wir gar nicht ran. Offener Osten wieder. Schriftrolle Äußerlichkeiten. Wo ist das da? Ach, das ist ein Zauber. Den brauchen wir auch nicht. Da haben wir auch Alternativen für. Hier kann man baden und währenddessen Brot essen. Ach nee, Quatsch, das ist ein Schwamm. Alles klar. Ich dachte, der ist, der macht hier der Festbord im Badezuber. Hier haben wir einen Schlüssel zu Figaros Truhe. Aha. Naja, wir gucken ja nur mal rein. Ne? Die Frage ist, welche Truhe damit gemeint ist. Vielleicht unten. Damit ist jetzt wird Trinkel aber wirklich mehr in Versuchung geführt. Außerordentliches Elixier der Arkan-Kultivierung, Magierbann, Öl. Na, wir wissen ja nicht, wie viel wir ihm im Keller klauen. Er war ja jetzt nicht irgendwie unhöflich zu uns, aber belohnt hat er uns auch nicht. Aber dafür wollen wir uns ja die Edelscheinlieferung von Omulu, oder wie hieß der, anschauen im Keller. Und hier, das ist natürlich total interessant. Haben wir den Schlüssel dafür? Nein. Knacken. Das ist ein sehr einfaches Schloss. Ist leer. Toll. Also,
Bronzepokal. Ja, das ist alles interessant, aber wir lassen das hier mal liegen. Weil wir im Keller eine üppigere Beute vermuten. Und vielleicht, hoffentlich können wir ja nochmal mit Devella Urquell über das Fach simpeln, was wir gefunden haben. Denn sie sollte jetzt wissen, dass es diesen Baal-Kult wirklich gibt. Und sollte uns aussenden, selbigen auszumerzen. In unserem eigenen Interesse. Denn der Baal-Kult hält ja Läsel gefangen. So haben die Helden das zumindest verstanden. Ja, hier geht's dann weiter in die Kellerluke. Das ist zu untersuchen, aber das könnte ein bisschen umfangreicher werden. Deswegen verschieben wir das auf den nächsten Teil. Also, bis dahin.